Hallo, herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Astronir. Ja, ich war jetzt hier schon Stunden auf diesem Planeten unterwegs. Einmal mit einem Rover, dann zu Fuß und dann zum Schluss haben wir noch das Hoverpad heute geholt. Hoverboard geholt, so rum, und habe versucht, damit was zu finden. Bin dann damit direkt gestorben. Schön. Ist nichts für mich, glaube ich. Das Hoverboard, das, ja, ist schön, ist nice to have, aber nun gut. Ich lasse auch mal die Ausrüstung hier, um damit eben hier rumzulaufen. Weiß es nicht. Ja. Wo wir jetzt noch hin müssen, also ich finde es hier nicht. Also vielleicht hier mal mit dem Flugzeug oder so. Hier mal mit dem Flugzeug, wenn wir das irgendwann mal haben. Hoffentlich bekommen wir das. Ne? So. Und jetzt möchte ich noch auf Glacier nochmal. Vorher auf Sylvia. Weil wir den Probe-Scanner brauchen. Weil ich glaube, auf Glacier haben wir die Probe noch nicht. Oh, wei. Oh, ich bin total. Was sind fertig? Die Hitze macht echt fertig. Die ganze Woche. Ja, 30 Grad. Echt, wäre schön. Ich habe es ja noch nie verstanden, wie die Leute von schön reden, wenn es 30 Grad wird. Ne? Hab ich ja noch nie verstanden. So. Hat doch irgendwo bestimmt noch ein, glaube ich, ne? So. Nur auf Glacier. Da kann man ja zum Glück einigermaßen schön, glaube ich, mit dem Traktor fahren. Also einigermaßen. Ja, so Kleinigkeiten sind halt immer, aber. Baku. Ich kann gar nicht beschreiben, wie kaputt ich bin. Sorry für die Stimme, aber jedes bisschen Finger bewegen ist hier schon zu viel, ne? Hm, das Ding, kann ich das hier irgendwo drehen? Ich würde das mit den ganzen Exo-Chips und so weiter nicht so gerne. Das hier würde ich auch mal hier irgendwo abstellen wollen. Das braucht man. Ja. Baku. Keine Ahnung, wo das jetzt gelandet ist. Hoffentlich hat das dran gesteckt. Weiß keiner. Warte. Haben wir hier noch einen Akku? Hier. So. Okay. Na dann. Lass uns mal loslegen. Ich muss ja immer absteigen. So. Gerade in die falsche Richtung, gerade hier links. Okay. Ups.
Also da hinten lang. Aber waren wir hier nicht schon? Also haben wir das schon bis... Also es wird auf jeden Fall angezeigt, dass wir es nicht hätten. Hm. Vielleicht habe ich das gefunden, habe nur den Scanner nicht angesteckt dort oder so. Weiß ich noch nicht. Naja, wir werden es sehen. Aber wir werden es... Der Traktor kann das, ne? Es war... Und man verletzt sich auch nicht, wenn man damit runterfällt. Geiste an der ganzen Geschichte eigentlich, ne? Erstmal nochmal. Nochmal, ich bin gerade. Der F habe ich doch gedrückt. Ich F'e. Trotzdem V. Ich habe V gedrückt und dann ging's. Habe ich F gedrückt. Ging's auch nicht. F hätte ich lange drauf bleiben müssen. V ist es denn an der Stelle. Ich dachte, doof. Haben wir so ein bisschen Thema, ne? Müssen wir da hoch? Vielleicht? Weiß. Was beginnen wir noch? Ui, jump. Und mit dem Hoverboard müsste ich hier halt genauso, ne, das Fuß hochlaufen. Weil das hier nicht hochfahren würde. Und hier wäre ich jetzt tot. Weil wäre ich auch mit dem Traktor fast kriegen, weil wenn man so hinbleibt. Aber da muss man warten, bis dann Flip angezeigt wird und dann kommt man irgendwann auch dabei. Also, alles. Warte. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann können wir wieder weitermachen. Aber es muss ja hier in der Nähe irgendwo sein. Also so weit kann sie ja nicht sein.
Ich glaube, da drüben geht's relativ eben weiter. Ja, so aus, ne? Und hier. Okay, das ist jetzt so. Da wäre ich mit dem Hoverboard jetzt gekommen. Nein, sie haben mal versucht. Das ist das große Ding da. Nee. So, ich darf dann nicht. Ah, Stahl. Oh Gott, wieso nicht? Dynamit. Ah, wir sind dran vorbei. Da oben. Okay. Haben wir das auch hier gemacht. Schön, schön. Und wieder zurückfinden. Haben wir das also auch gemacht. Hätten nach links richten sollen, da könnte man vielleicht schöner fahren. Naja. Ja, ja. Aber ob wir da. Ich glaube, wir müssen da trotzdem irgendwie die Berglandschaft durch. Wo hat's mich denn jetzt hingeflippt? In den Berg rein. Ja, toll. Na, mal da durch. Irgendwo da, glaube ich, sind wir auch hergekommen. Tatsächlich, weil man sieht hier, was hier bearbeitet wurde. Einmal darüber.
Hey. Ach, ich habe mit Cobra gestern Mindstream angefangen. Überlegt, ob ich es aufnehmen soll. Eigentlich will ich es aufnehmen. Ja. Weil Mindstream, das ist so ein super underrated Spiel, finde ich. Also das kann man mit Factorio gleichsetzen. Finde ich. Also ich weiß jetzt nicht mit dem neuen Update und so weiter. Also was ist neu? So neu ist es nicht mehr. Es ist eigentlich schon uralt. Aber für mich ist es immer noch neu, weil ich habe es halt seit dem Update nicht mehr gespielt. Also einmal kurz angespielt mit Blocky, damit Blocky das auch mal gesehen hat. Weil, ja. Aber, ja. Und das Schöne ist, bei Mindstream war ich sozusagen von Beginn an dabei. Ja. Das war irgendwie Zufall, dass ich das auf Google Play entdeckt habe. Das Handy damals. Und es war kostenfrei. Ja, gut, ausprobieren kann man das ja. Und dann habe ich mitbekommen, dass es das wohl auch für PC gibt. Auf itch.to damals zum Download. War kostenfrei sogar. Und dann habe ich mir das auch noch für den PC geholt. Und dann habe ich aber donated. Also, weil ich das auf dem Handy richtig gesuchtet habe und ich kam mir ein bisschen doof vor, also so ein geiles Spiel halt irgendwie geschenkt zu bekommen, ja. Und dann dachte ich mir so, naja, der Entwickler, also der soll schon was haben auch davon, dass er sowas Geiles gemacht hat, also für die Idee einfach. Und auch für die Umsetzung, ist ja super umgesetzt. Also, ja, läuft ja alles super eigentlich. Also ich habe noch nie so wirklich Probleme irgendwie feststellen müssen. Dürfen. Also finde ich super, ja. Finde ich super. Und deswegen habe ich da direkt mal, ja, eben donated. Ich glaube, ich habe direkt 15 Euro oder so gegeben, 10 oder so Euro, ich weiß nicht mehr. Wenn ich gedacht habe, ja, ich habe es ja zweimal jetzt, also einmal für den PC, einmal für Dingens, das Handy. Und das ist ja okay, ne? So, ja. Und ich habe es halt bis heute. Und dann habe ich das, weil mir das so extrem gefallen hat, habe ich das auch noch, ja eben, Loki und Cobra geschenkt auf Steam. Ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Das kann nicht teuer gewesen sein. Ich muss mal gucken, wie viel es jetzt kostet. Ich bin gerade neugierig. Moment, guck mal. Mein, das kostet jetzt einen Zehner, guck an. Ja. Kostet jetzt einen Zehner. Das ist okay. Für das Spiel, das, also, ja, es ist günstig. Wenn man andere Sachen vergleicht, wenn man guckt, wie dramatisch die Preise bei Minecraft gestiegen sind, also von 5 Euro auf, keine Ahnung, über 30 jetzt. Oder 30, irgend sowas, ne? Das ist schon Wahnsinn, ne? Ich meine, klar, der Content ist mehr geworden, das stimmt schon, aber. Uff. Uff. Finde ich teuer, muss ich zugeben, muss ich ehrlich zugeben. Also, Minecraft finde ich 30 Euro schon teuer. Vor allem, es läuft ja nicht so wirklich toll, ne? Es ist halt immer noch Java. Es läuft halt nicht so wirklich toll. Das muss man halt dazu sagen, ne? Halt. Es könnte halt schöner laufen. Ja. Wenn man wollte. Aber okay. Ja, man darf nicht sagen, dass sich nichts getan hat. Also es ist performanter geworden, das stimmt. Aber, trotzdem. Ich finde es trotzdem ein bisschen übertrieben.
So. Und jetzt müssen wir noch mal eine Rakete vorbereiten, ne? Oh, ist die Silvia? Erkenne ich nur daran, dass nebendran ein aktivierter Mond ist und den hat man ganz schlecht gesehen gerade. Und deswegen habe ich den anderen Planeten auch noch nicht aktiviert. Ne? Oder beziehungsweise den anderen Mond, so besser gesagt. Den anderen Mond. Oder? Warte mal, ne, den Mond habe ich. Planeten habe ich. So rum ist. Und den werde ich auch erst ziemlich zum Schluss aktivieren, glaube ich, weil, ganz ehrlich, ne? Oh, muss ja nicht. Kommt man nur durcheinander beim Port. Oh, hier steht noch auf. Tanks. 1 kann man direkt rauchen. Weißt du was? Wenn wir jetzt den weg, dann. Ist das irgendwo hingelegt, wo es nicht hin soll? Oder hat er das? Passt das? Ich hoffe, das passt. Wird schon stimmen. So, da lege ich mal da einen Ball. Oh. So. Okay. Gut. Dann. Ja, sehe ich. Traktor, neuen Traktor. Neuen Traktor. Auch ein neuen Timmy. Wer kennt's noch? Wir brauchen einen neuen. Mal den ganzen Mist hier erstmal. Ganzen Mist hier erstmal wegräumen. No. Repos Bundle, ja, weiß nicht, ob wir da was machen damit. RTG. Das ist ein großes RTG, ne? Können wir mal mitnehmen. Probe Scanner nehmen wir mit. Trompete nehmen wir mit. Beide Trompete brauchen wir nicht. Was war da? So, dann hängen wir dann Leinen dran und einen Anhänger. Oh, hallo? Nein, das Ding. Aber ich kann auch direkt eine Batterien bauen. Passt auch. Nochmal Zink und nochmal Lithium. Ich kann auch zwei wieder bauen. Sechs aktivieren, dann sind wir auf das. Wir haben welches da. Es ist ja nicht so, dass wir es haben. Sind ja nicht bei Eumer, Leute. Okay. Mal wieder große Plattformen bauen. Jedes Mal dasselbe Spiel, ne? Immer das gleiche. So. Dann, was brauchen wir noch? Leichte Windturbine. Alu. Oder zwei? Es sind zwei. Keramik. Nochmal. Ah, da ist aber auch nochmal Keramik. Wird noch nicht angezeigt. Nicht so tragisch. Dann einmal Wind. Wind nochmal Kupfer. Haben wir. Ganz früh, wie ich vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Na komm mal fertig.
dauert ganz schön. Dann nehmen wir auch eins mit, haben wir gesagt. Lieber hätte ich zwei. Aber zwei sind gerade nicht drin. Da müssen wir erstmal gucken, was. Okay, dann. War das gefallen. So, dann holen wir uns einen Field Shelter. Medium-Printer brauchen wir auch. Okay. Medium-Printer. Das hier kann ich ja dahin stellen, vielleicht. Dahin stecken. So. Den. So, dann brauchen wir noch einen kleinen Printer. Machen wir so schön. Aber den kann ich ja hier drin bauen. Boah, unübersichtlich. So. Viel Shelter. Das habe ich da, glaube ich, in der Trading-Station hängen. Warte. War cool. Nein. Hier drin. Okay, gut. Die Schmelze brauchen wir Compound. Wie viel Compound haben wir noch? Nicht mehr so. Ne? Könnte man mal. Und, ach. Hat keinen Schaden. Ah, da sind wir fertig. Dann brauchen wir noch das hier, ne? Resin und Quarz. Oh, Quarz haben wir gerade auch nicht da, ne? Wenn ich jetzt sehe. Nö. Eine brauchen wir noch, glaube ich. Ich glaube, ich hatte auch immer noch so kleine mit. Ne? Müssen wir auf jeden Fall nochmal Resin drucken. Weißt du was? Nö, wir nehmen erstmal das und machen erstmal das. So. Und dann müssen wir hier nochmal was ranstöpseln. Nein. So.
Was wir hier an Harz verballern, ne? Das ist schon. Das ist schon Wahnsinn. Viel schlecht. Large Printer. Ja, komm auch. Mating für Essen und Compound. Plastik. Aber nur vom Bauen. Haben und vom Bauen. Haben wir noch? Oh nein. Oh, das ist aber jetzt nicht so schön. Wir haben wieder keinen Dreck mehr da. So, da kommt bei uns nochmal. Hallo? Okay. Wobei, warte, vielleicht brauchen wir Organic auch mal so. Legen wir eins zur Seite. Hatte ich gerade noch geplant, glaube ich. So. Dann brauchen wir, glaube ich, klar. Gut und soll. Hätte ich gern. So, Glas, Keramik. Ah, wir brauchen nochmal Keramik. Nochmal Dreck holen. So. Ja, gut. Das brauchen wir noch zweimal auf jeden Fall, mindestens. Dann mal Dreck. Oh. Ja, Dreck. Ah, aber auch. Ja. Jetzt mal Keramik.
Was wollte ich mal? So. Genau, Glas. Echt. Das war's nämlich. Ja, ist schon. Ich glaube 2. Das wird auch eng. Haben wir noch Alu da unten? Weiß es nicht. Wird auf jeden Fall mehr so viel sein, wenn da noch was. Ich glaube fast, das haben wir letztes Mal abgebaut, ne? Geh mal lieber da lang. Ich glaube, da gab es keins mehr. Vielleicht. Oh, hier ja noch welche. Oh, wäre Quarz gewesen? Ich meine, wenn wir schon mal da sind. Oh, wobei, wir brauchen es wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt so überlege. Naja. Egal. Alu wäre schön gewesen. Aber damit man nochmal wiederkommen. Ne, das. Blaue Schnur. Na, das. Die blaue Schnur des Lebens. Okay. Ja, schade. Hoffe ich mal das. Ja. So. Das hier und den Rest weiß ich gerade nicht aus. Das Eisen. Ach so, doch kein Plastik. Aber nun Compound. War ja fast richtig. Ja, da hinten hat es Bing gemacht, Mikrowelle fertig. Aber Plastik brauchen wir auch noch für den Rover, ne? Okay.
dann hätten wir das. Auch schön. Aber nun. Und machen. Carbon, 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 Carbon. Da. So. Was brauchen wir für den Büro, für den Springpad? Einmal und zweimal Keramik. So rum. Okay. Gut. Bauen. Okay. So. Genau, jetzt mal Plastik, einmal Rubber. Rubber. Organic und Resin. Hab ich gerade. Warte mal da. Eins geht. Perfekt. Eins geht. Gut. Dann bekommst du eins. Ein. Haben wir einen Dover, das passt doch. Das ist super. Okay. Brauchen wir sonst noch was? Irgendwas. So ein Probe. Warte, was hängt denn da noch? Noch ein Traktor. Oh, den habe ich ganz vergessen. Vielleicht brauchen wir Exo-Chips. Würde ich mal mitnehmen, man weiß ja nicht. Weiß ja nie. Rubber. Rubber. Er mit dem Rubber. So. Ich hatte doch noch irgendwo so Probe-Scanner hängt. Irgendwo. Oder habe ich den schon dran? Den habe ich schon dran. Da ist er. Gut. Hab nichts gesagt. Den habe ich schon dran. Super. So, haben wir dann an alles gedacht? An Material für den Planeten brauchen, müssen wir noch denken. Ich glaube, das müsste vielleicht Lithium sein. Schauen wir mal. In Skite könnte das doch drinstehen. Oh. Graphen. Okay. Nun gut, Graphen. Ja. Das ist ja teuer. Graphen. Ich habe kein Ammonium mehr, ne? Kann das sein? Wo ist mein Trecker da vorne? Zwei. Hm. Zwei. Oh. Das reicht. Mal gucken. In Ammonium. Vielleicht ist hier um die Ecke. Müssen wir gar nicht weit laufen? Oder so. Das wäre ja super. Ich hätte auch welches von anderen Planeten mitnehmen können, Mensch. Ja, jetzt ein. Gab's einen. Relativ gut. Hm. Ja. Ja, dann schlage ich vor, wir fahren eine Runde Traktor vielleicht. Haben wir hier noch. Traktor fahren ist.
war voll klump. Nee, da bin ich fest. So. Wo hatten wir denn am Grund? Warte, was? Am Berg könnte immer. Nee, das ist kein Am. Aber Berg ist immer gut eigentlich, glaube ich. Für Ammonium, da könnte man finden. Oh, guck mal, die Windturbine, die nehme ich doch mal mit. Wo steht die da so einsam und verlassen direkt in der Base? Und ein Akku. Hm? Kann man doch mitnehmen. Hat doch noch nie geschadet. Ja, macht. Da kam man auch so zurecht. Genau. Okay. Muss man nur noch eine kleine Plattform dafür bauen wieder. Ja. Oder mal am Waldrand entlang. Da hatten wir ja letztes Mal hier auch Glück mit Ammonium. Vielleicht am Waldrand. Einmal rüber. Fahr einmal rüber und dann rückwärts, also in die andere Richtung wieder und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es da irgendwo was zu holen. In der von Ammonium. Ja, genau. Guck hier ganz guck in die Luft. Ne? Weil in die Welt. Du bleib da stehen. Angerammelt. So. Hier waren wir doch auch schon. Da. Ja. Schön. Naja. Ja, genau da wollte ich es den haben. So, können wir wieder zurückfahren. Passt. Da ist nochmal eine Windmühle. Deine allerdings. Ich meine, die können wir mitnehmen, ne? Auf Reisen. Dann haben wir die. Schön. Okay. Wo war jetzt nochmal die Base? Hier da vorne irgendwie. Nein. Da. Wäre ich wieder falsch gefahren, ey. So. Einmal zurück, bitte. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Graphen zweimal. Und dann sind wir da auch safe. Und dann müssen wir noch diese ganzen Schnecken holen. Gibt's hier, glaube ich, auf jedem Planeten, ne? Oder? Hoffentlich. Aber ich fürchte schon.
Na, na komm. Na gut, dann haben wir das Ding auch wieder vollgeladen, ne? Haben wir theoretisch los. Dann haben wir theoretisch los auf neue Missionen. Warte, noch. Ja, wir könnten... Was? So eine... Ja, weiß ich halt nicht. Ja, cool ist das schon. Vor allem, wenn man so Planeten darunter gräbt. Das Resin, Alu. Resin, Alu. Haben halt Alu. Da gerade. Was wir gerade nicht haben, aber was ja nicht so, dass wir nicht welche holen könnten. Glück auch. Ne? Könnte man ja vielleicht. Aus Gewohnheit. Brauchen es halt. Und das Ding. Da. Ah, du bist. Nein. Bye. Alles, was nicht bei 3 auf Baum ist. 1, 2, 3. Gott. Radio, wer kennt? Hört sofort. Oh Gott. Das waren Zeiten, Mann. Kannst du heute sowas überhaupt noch singen? Da bist du doch direkt unten durch, oder? Heutzutage, da bist du doch direkt abgestempelt. So, von wegen, also mindestens rechtsradikal bist du dann. Mindestens. Wenn's dumm geht, bist du sogar, also man ist dann ja auch auf jeden Fall, also hier, wie sagt man, oh, ich glaube Resin war es. Wenn ich mich drücke. Eigentlich reicht ein.
Was haben wir denn da? Gib mal her. Lass mal gucken. Was haben wir hier? Wolfram. Zack. Dann haben wir das Ding. Boah. Ja, ich weiß nicht. Und wer hat den Dynamit dran? Moment, ein Dynamit. Ja, Mann. Wenn man zwei Dynamit dabei ist, auch nicht so. Und ein Railcar. Weißt du was, zweimal Platz haben. Und ist egal. Nummer zwei. Was für ein. Okay, und dann nehmen wir das ganze Zeug mit. Das hier auf jeden Fall. Fahrt dran. Das Ding ist voll. Oder so gut wie. Dort. Ja. Ist okay. Können wir damit leben. Damit können wir leben. Das ist. Brauchen wir noch ein zweites. Vielleicht sollten wir dann auch noch gucken, dass wir ein paar Railposts noch brauchen. Dann noch was? Haben wir noch mal Alu dafür? Einmal haben wir noch. Dann machen wir das Ganze. Dann noch ein Railpost. Was? Wenn wir noch mal können, dann mache ich noch mal. Wir können noch mal. Perfekt. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Haben sie immer gesagt. Gesagt bei allen. Hört sich auf bayerisch an, als ob jemand. So. Und dann müssen wir zum nächsten Planeten starten, ne? Mal wieder. Immer wieder vorbereitet. Na komm. Jo. Und dann, ja, dann steige ich mal ein. Haben wir alles mit. Hoffe doch, ne? Haben wir einen kleinen Akku mit. Ah, die. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ich meine, wenn es noch Platz hat, hat noch Platz. Perfekt. Das. Oh. Wollte ich auch noch mitnehmen. Hat aber Platz. Hat Platz. Keine Sorge. Alles gut. Aber wir haben doch noch. So. Dann stecken wir die da dran. In der Hoffnung, dass es geklappt hat. Dann passt, ne? Ja, das Ding ist hier. Haben wir bisher nicht gebraucht. Egal. Egal. Hat wunderbar funktioniert alles. Passt schon. Alles gut. Okay. Dann loop. Drazin. Boah. Könnte mehr sein, aber. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man auch so oft fliegen müsste. Ich glaube nämlich nicht, dass man. Ne? Weiß es nicht. So, sei denn, ich bin dumm. Dann müssen wir noch öfter fliegen. Ansonsten. Damit, damit. Für Vanessa. Vanu! So. Wir könnten an den Pol direkt hoch. Da sind wir wahrscheinlich relativ nahe dran. Dingen. Sind sonst keine Landing Sites. Hier sind wir auch relativ nahe. Aber am Pol ist. Wobei hier. Ja komm, wir gehen da hin. Ist ja super nahe. Näher geht's ja fast nicht. Guck
guck mal. Ist ja nebenan. Doch perfekt. Okay. Einen Trigger hätte ich gerne. Einen Trigger. Dann hätte ich gerne einen Trailer für den Trigger. Und dann hätte ich gerne noch den Rover für den Trigger. So. Und dann haben wir hier Energie für dich. Und da haben wir noch einen Akku für dich. So. Und dann das Ding so ist da drauf schneiden. Den Rest wollen wir uns beides. No? Wollen wir uns in der nächsten Fahrt. Komm ich da? Nein, da komme ich. Hier rum, darum Löffelstiel. Die örtlichen Ressourcen, die ein bisschen jetzt hin. Darüber. Oh, gefährliche Pflanzen überall. Guck mal. Hauen die mich, wenn ich. Nee. Das, wenn ich mit dem Trecker fahre, hauen die. Da bin ich doch dafür. I approve! Ah ja. Gucke zu viel Airbag. Wenn es jemand erkannt hat. Aber da hier die meisten eher so ein bisschen deutsch unterwegs sind, glaube ich, bekommen habe, wird das nicht der Fall sein. So. Okay. Avec ist ein englischsprachiger YouTuber, ne? Der streamt auch. Weiß allerdings nicht auf welcher Plattform. Bin ja nicht so der Streamgucker, muss ich ehrlich zugeben. Ist das so. Was? Haben wir dich? Jo, haben wir dich auch? Danke dafür. Aber ich vermute. Achso. Ja, egal. Hier gibt es genügend von dem Plan. Ja, da bekommen wir wieder was. Aha. Hallo? Mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Seine komischen Knödel hoch. Oh Mann. Erinnert mich an alte Zeiten. An LAN-Party-Zeiten tatsächlich. Ja. Und es tut mir heute noch leid, dass ich damals so dumm war. Ne? Aber gut, das ist so. Und gleiches gilt natürlich für viele andere Situationen im Leben. Dass man einfach mal dumm war. Das passiert leider viel zu oft. Und man vertraut einfach den falschen Leuten, ja. Erhofft sich vielleicht so, dass man halt, ja, dass es halt irgendwie alles gut geht und alles klappt und so. Naja. Man erhofft sich das halt.
meistens kommst du dann halt hin anders. Aber gut. Mal so, das. Na komm. Reicht. Ja, die Base bauen wir noch schnell auf und dann machen wir Feierabend, ne? Für heute. Gut. Eine Schmelze. Eine Zentrifuge. Ein Chemielabor. Passt das so? So, passt. Gut. Dann haben wir noch andere Sachen dabei. Andere tolle Sachen. Tolle Kack mit tollen Sachen. Einen Field Shelter zum Beispiel. So, gehört der, ne? Hier falsch im Aufstellen. Jawohl. Dann haben wir noch andere tolle Sachen. Gott. Wo denn hin damit? Auf Plattformen natürlich. Ja. Mal. Muss man immer ein bisschen weg. Ja. Das. Oh, geht. Ging wunderbar. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt oder so in der Art. Plattform. Ist egal wie rum. Eigentlich. So, dann haben wir so ein RTG noch dabei. Was ein richtiges. Und eine Windturbine hätten wir noch im Angebot. Oh, reicht das schon? Ah, nicht. Müssen wir erstmal die Akkus füllen. Dann können es reichen. Dann haben wir hier noch eine Windturbine. Ein Solarpanel. Medium Printer. Boah. Und nicht. Ansonsten. Einen Small Printer hätten wir noch im Angebot. Wird der Platz gerade ein bisschen eng, aber wild. Können wir dann später ja ein bisschen ändern noch. So, ansonsten sind wir damit erstmal durch. Da, erstmal zubereitet. Okay. Okay, das Ding. Müsste man auch mal kurz nochmal zwischenlagern, weil wir brauchen den Platz und den Rest holen. So. Holen wir eben den Rest. Oder? Oder? Ja, brauchen wir eigentlich gerade nicht. Was wir eigentlich brauchen, wäre Compound. Holen wir eben. Compound. War doch hier überall, ne? Ich hab doch überall Compound, wenn ich mich erinnere. Na komm. Das ist halt der Nachteil von dem Planeten, weil man überall hängen bleibt, ne? Da vorne gibt's Compound. Gucken wir mal. Und auch direkt ein Wrack von früher, ne? Da können wir mal gucken. Was ist da so? Oh, und direkt auch eine böse Pflanze. Du bist nicht mehr böse. Tot. So. Ammonium, Sprengstoff.
Lithium. Korn. Oh, kein Platz. Oh. Sprengstoff haben wir was mit. Müssen wir jetzt alles mitnehmen, müssen wir nicht alles aufsammeln. Das ist dann okay. Oh, klar. Ja. Wollte Sachen weglegen. Weil mein Inventar zu voll ist. Eins. Noch. Zwei. Au. Drei. Quacku, quacku, quacku. Nein. Wo bin ich hergekommen? Ich. Okay, und da drüben. Ja, warte, das reicht. Jetzt reicht. Okay. Gut, dann bauen wir uns noch einen großen Drucker. Brauchen wir noch mal eine Plattform, brauchen wir noch mal Resin, ein bisschen Säulen haben wir dabei. Das ist okay. Da hinten gibt es aber Resin. Nee, wurscht. Da drüben gibt es Resin in rauen Mengen. Aber wir haben auch eine Säulen-Zentrifuge, also daher das. Ein Sprinter, der das Ding. Und eine Säulen-Zentrifuge, die machen wir mal drin. Bisschen Resin. So, dann bauen wir nochmal zwei Plattformen, würde ich sagen, ne? Zwei Plattformen schadet nicht, immer noch haben. Guck an, wie voll das hier alles läuft. Weiß, es gibt sicherlich auch schönere Plattformen als die große Plattform B, aber das ist Standardding. Dann was anderes. Oh, warte, nee, da wird trotzdem Resin. Okay, egal. Hier mal dran stöpseln. Ach so. Da war er. War cool. Ah, eine große Plattform nochmal. Warte, wo habe ich mein Alu hingebracht? So.
bisschen noch mehr Land auffüllen. Und dann gleich nochmal Land abbauen. Ja, so nicht, aber so ähnlich. Also, ist nur der Mist. War keine Mist. Ich könnte das jetzt auch noch schön farbig machen und alles. Ne? Jetzt so ein Farbmod-Ding. Aber nein. Ja, passt. Okay, so. Doch da ganz gut, das ist eigentlich egal. Das ist wichtig. Okay. Und dann möchte ich nämlich ja, das hier auf jeden Fall darüber stecken. Und den dann dahin. Ja, läuft. Okay, können wir mal gucken, wenn wir anstecken, was passiert. Oh, es reicht. Es reicht. Sofern die Akkus halten, aber die halten. Das sieht gut aus. Also, dann haben wir das schon mal aktiviert. Super. Super easy. Oh, dann müssen wir aber echt noch haben. Oh, reicht doch nicht. Wie kommt die Sonne gerade raus? Vielleicht haben wir. So. Scheint die Sonne nämlich gerade hin. Und dass es so lang hält. Wobei, Wind geht auch wieder. So, passt schon. Schon. Gut, gemacht. Perfekt, ist aktiviert. Ja, das war ihn. Passt. Wunderbar. So. Was haben wir noch gemacht? Geht mir halt ab. Wo bekommen wir denn? Wo bekommen wir denn dieses Fluggerät? Okay. Da was bekommen. Wenn wir die Quest weitermachen. Bang. Power Set. Los. Glowstick.
ourselves. So, dann haben wir was Neues. Da. Hier. Na gut. Ja, da gucken wir mal. Irgendwann werden wir das Fluggerät schon bekommen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Überlänge gerade, aber ja. Ich mache jetzt dann auch erstmal wieder Lust und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich doch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.